Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Die dringend notwendige und lautstark geforderte Energiewende wird nicht nur von den großen Energieversorgern, sondern auch von sogenannten Prosumenten betrieben. Das sind Privatpersonen, Unternehmen oder Kommunen, die gleichzeitig als Energieproduzenten und Energiekonsumenten fungieren. Wie aber finden sich diese Prosumenten oder englisch Prosumer heute im Energiemarkt zurecht? Was treibt sie an und welche Modelle werden ihnen von der Politik angeboten? Darüber spreche ich heute mit Frauke Thies, Geschäftsführerin von Smarten, dem Europäischen Wirtschaftsverband für die Förderung einer dezentralen, sauberen Energieversorgung. Wie am Anfang jeder Episode möchten wir uns auch heute wieder bei einem Partner bedanken, der uns unterstützt und mit dem wir erfolgreich zusammenarbeiten. Heute ist das Kranich Solar. Der weltweit tätige Fachgroßhändler bietet seit 1995 alles für den Photovoltaikinstallateur, fundierte Beratung, effektive Logistik und eines der weltweit führenden Produkt- und Systemangebote für die Solarstromerzeugung. Aber jetzt zu unserem Gast. Hallo Frau Thies. Hallo Herr Böcklein. Ja, Sie haben gerade eine Studie über Smart Energy Prosumers veröffentlicht und dabei 8 Modelle identifiziert, wie sich diese am Energiemarkt beteiligen. Vielleicht erstmal noch vorausgeschickt, Prosumers, ich habe es gerade in der Einleitung schon erklärt. War das ungefähr richtig? Absolut, ja. Aus unserer Sicht, Prosumers oder Prosumenten sind eigentlich alle Verbraucher, die sich irgendwie aktiv am Energiesystem beteiligen. Das sind entweder diejenigen, die sich selber versorgen, selber erneuerbare Energieerzeugung haben, aber auch solche, die Flexibilität haben, ob das nun über Speicher ist oder ob das über das Management von Lasten ist, zum Beispiel das intelligente Aufladen eines Elektroautos oder auch die Steuerung, wenn wir mal an die Industrie denken, von Aluminiumhütten, die damit Flexibilität bereitstellen, die sie ans System bringen können und damit die Integration der Erneuerbaren erleichtern. Mhm. Prosumenten eigentlich im weitesten Sinne alle Verbraucher, die sich im Stromsystem engagieren, direkt, um die Energiewende voranzutreiben. Das ist schön, dass wir das gleich mal am Anfang geklärt haben, weil so der naheliegende Gedanke wäre ja, ich produziere etwas und konsumiere, damit bin ich Prosument. Aber mein Beitrag könnte eben auch sein, zum Beispiel als Unternehmen, dass ich flexibel bin in meinem Verbrauch. Absolut. In der Vergangenheit war das übrigens auch mit als Produktion gesehen, weil am Stromsystem ja nur die Erzeuger teilgenommen haben. Und die haben dann auch eben Flexibilität, die für den Ausgleich des Systems notwendig war, als Erzeuger bereitgestellt. In einem System, wo wir mehr und mehr in die Erneuerbaren gehen, in dem Prosumenten mehr und mehr die Rolle übernehmen, müssen die eben auch Flexibilitäten bereitstellen und können das eben auch und können das häufig besonders effizient, kostengünstig und sauber. Auf der vordersten Seite dieser Studie steht schon, dass es 8 Modelle gibt, wie Prosumenten am Markt teilnehmen. Können Sie diese 8 Modelle uns kurz vorstellen? Klar. Also generell kann man da unterscheiden natürlich zwischen Haushalten, Geschäftsgebäuden und Industrie. Und bei Haushalten gibt es einmal diejenigen mit eigenen Ressourcen und Netzanschluss. Also das typische Bild, was man so vor Augen hat, der eigene Haushalt mit einer PV-Anlage auf dem Dach, vielleicht noch einem Speicher im Keller oder einem Elektroauto, der aber gleichzeitig noch mit dem Netz verbunden ist. Da fühle ich mich schon mal persönlich angesprochen, ja. Sehr gut, da haben wir schon mal einen Prosumenten. Dann gibt es aber auch Haushalte, die zum Beispiel Erneuerbare außerhalb des eigenen Gebäudes haben, die sich in eine Genossenschaft eingekauft haben, darüber Strom beziehen, direkt. Aber das liegt nicht auf dem eigenen Grundstück. Mhm. Das wäre eine zweite Kategorie. Eine dritte Kategorie wären die netzfernen Haushalte, die überhaupt gar keinen Anschluss ans Stromsystem haben. Mhm. Wenn man zum Beispiel denken an sehr abgelegene Gebäude. In Deutschland ist das jetzt nicht so häufig anzutreffen. Mhm. Aber das mag zum Beispiel mit einem Urlaubshäuschen in Spanien schon mal durchaus der Fall sein. Und in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten gibt es da natürlich noch viel mehr von. Mhm. Also das wären eigentlich die 3 Kategorien Haushalte mit Netzanschluss, Offsite, also nicht direkt vor Ort, aber Teilnahme und dann die Netzfernen. Mhm. Dann haben wir Geschäftsgebäude, auch wieder diejenigen mit eigenen Ressourcen oder diejenigen mit Anteilen an Erneuerbaren außerhalb des eigenen Standorts. Mhm. Und das ist bei Geschäftsgebäuden häufig, das sind ja oft nicht nur einzelne Gebäude, sondern können auch Kombinationen sein, die dann zum Beispiel mit Mikronetzen
vernetzt sind, aber eine Einheit bilden. Gehören da auch Unternehmen und komplette Produktionsgebäude dazu? Also die Gigafactory meinetwegen in diesem Modell? Ja, da würde ich dann sagen, das zielt in unserer Kategorisierung jetzt zur Industrie. Mhm. Aber wo man da die Linie zieht, ist natürlich relativ Geschäftsgebäude und dann kommt Industrie und Industrie kann alles sein, zum Beispiel die Gigafactory. Und da ist dann auch wieder die Möglichkeit, dass die eigene Ressourcen auf dem Standort haben. Mhm. Also wenn das eine große Industrie, ein großer Industriepark ist, dann kann das durchaus sein, dass da auch ein paar Windräder stehen oder ein großer Batteriespeicher. Aber die können eben auch wieder Abnahmeverträge haben mit erneuerbaren Erzeugung. Mhm. In der Umgebung oder sogar weiter entfernt und dann ist es eine virtuelle Geschichte. Ja. Und dann als letzte Kategorie gibt es die Genossenschaften, die Energiegenossenschaften vor Ort, die direkt vernetzt sind oder auch virtuelle Genossenschaften. Und vielleicht können wir dazu später noch ein bisschen mehr sagen, wie das aussehen kann. Ja, gerne. Diese mittlere Kategorie, Prosumer-Geschäftsmodelle, gibt es da ein paar konkrete Beispiele, damit ich noch mehr Vorstellung davon bekomme? Ja. Ein Beispiel ist da zum Beispiel das Cello-Einkaufszentrum in Finnland. Mhm. Das ist ein ziemlich großes Einkaufszentrum mit 170 Läden. Und die haben angefangen eigentlich mit einer Automatisierung von Ventilation und Beleuchtung. Erstmal einfach nur, um den Stromverbrauch zu optimieren. Haben aber auch inzwischen große Speicheranlagen. Ich glaube sogar Europas größten Batteriespeicher, wenn ich mich nicht irre. Die haben natürlich erneuerbaren Eigenerzeugung. Das ganze Einkaufszentrum basiert auf einem Mikronetz, das dann aber natürlich auch mit dem finnischen Stromsystem verbunden wird. Und was die machen ist, die optimieren nicht nur ihre eigene erneuerbaren Erzeugung, Speicher und dann eben zum Beispiel auch die Ventilation und Beleuchtung, die man ja auch recht flexibel, vor allen Dingen bei der Ventilation, steuern kann, dass man zum Beispiel etwas stärker ventiliert, wenn gerade viel Strom zur Verfügung steht und das etwas zurücknimmt in den Momenten, wenn der Strompreis sehr hoch ist, wenn gerade wenig zur Verfügung steht. Aber die optimieren also nicht nur vor Ort, sondern die optimieren auch in Interaktion mit dem finnischen Stromsystem. Konkret heißt das, was dieses Cello-Einkaufszentrum macht, ist, dass die Flexibilität an den finnischen Reservemarkt liefern. Das heißt, wenn Fingrid, der finnische Übertragungsnetzbetreiber, einen Engpass hat, dann kann der durchaus Cello aktivieren, dass die eben Flexibilität bereitstellen und in dem Moment entweder kurzzeitig weniger Strom aus dem Netz ziehen oder Strom ins Netz bringen, je nachdem, was nötig ist. Sie haben es vorhin angesprochen, ich gehöre zu Modell 1. Also ich habe meine Gründe, dass ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe, aber Sie haben ja das großflächige untersucht, auch international untersucht. Was sind denn im Großen und Ganzen die Triebkräfte? Warum machen die Prosumenten das? Sind das alles Grüne? Die gibt es sicher auch. Also generell gibt es natürlich verschiedene Faktoren. Das können wirtschaftliche sein. Mhm. Das kann sein, ich möchte Teil der Energiewende sein. Ich möchte wissen, wo mein Strom herkommt, dass der nachhaltig ist. Es gibt auch diejenigen, die sagen, ich will unabhängig sein von entweder dem Stromsystem oder von Unternehmen, die ich nicht kenne, denen ich nicht vertraue, wie auch immer. Oder es kann auch einfach ein Grund sein der Versorgungssicherheit. Das ist vielleicht in Deutschland weniger akut, aber zum Beispiel in Teilen der USA ist das Standard, dass da auch längere Stromausfälle stattfinden. Und da sind eben auch Prosumenten, die sagen, ich investiere selber, weil ich dann vor Ort meine Ressourcen habe und weiß, dass mein Strom nicht abgeschnitten wird. Die Kriterien und die Triebkräfte unterscheiden sich zwischen Ländern und Regionen ganz stark. Wir können es vielleicht nachher ein bisschen noch auseinanderdröseln, ja, zwischen den unterschiedlichen Ländern. Die vier Sachen, die Sie jetzt gerade genannt haben, die Triebkräfte für Prosumenten sind, ich denke so, ja, grüne Einstellung oder dass man unabhängig sein will oder Versorgungssicherheit, das sind ja eher vielleicht konstante oder einstellungsbedingte Sachen. Der wirtschaftliche Aspekt ist vielleicht der interessanteste, weil der auch am meisten schwankt und von außen gesteuert wird. Welche Faktoren sind denn da am wichtigsten, am relevantesten in der Wirtschaftlichkeit? Für die Wirtschaftlichkeit ist der zentrale Treiber heute meistens, vor allen Dingen, wenn man sich die kleineren Prosumenten anschaut,
die vermiedenen Kosten. Mhm. Also über Eigenverbrauch oder auch in Ländern, wo es die Netto-Messtechnik, in Englisch das Net-Metering gibt. Also mein Zähler geht sogar rückwärts, wenn ich ins System einspeise und damit zahle ich am Ende des Monats, am Ende des Jahres weniger für meinen Stromverbrauch. Mhm. Das ist heute eine der Haupttriebfedern. Mhm. Und dann geht es natürlich auch eventuell noch um den Verkauf von Überschuss, vor allen Dingen Überschuss der Eigenerzeugung. Besonders in Ländern, wo es Einspeisetarife gibt, ist das natürlich interessant. Für größere Prosumenten sind es auch oft Abnahmeverträge, also auf Englisch Power Purchase Agreements, PPAs, um eben ja Strom an einen Grünstromabnehmer spezifisch zu liefern. Mhm. Das ist so ein großer Bereich. Ein zweiter Faktor, der heute noch oft übersehen wird, der aber zunehmend interessant wird, ist auch die Vermarktung von Flexibilität und Flexibilitätsmöglichkeiten. Das heißt, als Prosument, ob ich nun Eigenerzeugung habe oder besser noch das kombiniere mit Speichern oder der Möglichkeit eines Lastmanagements, kann ich natürlich sehen, wann ich Strom ins System gebe, wann ich Strom aus dem System rausnehme. Mhm. Und damit kann ich enorm viel Wert für die Märkte bringen, weil der Strompreis natürlich nicht statisch ist. Der verändert sich ständig. Mhm. Und gerade in einem System, das mehr und mehr auf Erneuerbaren basiert ist, sind diese Flexibilitäten enorm wertvoll. Prosumenten können eben auch das vermarkten. Das ist heute in einigen Ländern durchaus schon interessant, je nachdem, wie die Mechanismen aussehen, je nachdem, wie offen die Märkte sind, je nachdem, wie Flexibilität heute an den Märkten schon bepreist wird. Mhm. In Deutschland ist es im Moment noch in den Kinderschuhen, ja. Aber auch hier fängt es an, vor allen Dingen für größere Prosumenten interessant zu werden, zum Beispiel auf den Regelenergiemärkten. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, dass es eben doch deutliche Unterschiede gibt zwischen den Ländern. Deswegen vielleicht nochmal der Hinweis darauf, es ist eine internationale Studie und Zusammenstellung. Deswegen vielleicht auch, Sie haben vorhin einige englische Ausdrücke benutzt. Manchmal ringen wir um Worte. Diese Studie ist insgesamt in Englisch abgefasst. Um mal doch nach Deutschland zu schauen, Sie hatten gerade am Schluss den Blick auch darauf gewendet. Was sind denn die größten Probleme, die Prosumenten hier in Deutschland haben? Im Zusammenhang gerade vielleicht mit Wirtschaftlichkeit? In Deutschland fing natürlich alles sehr interessant an. Es gab sehr klare Rechtsbedingungen, Förderbedingungen. Das wird jetzt immer weiter reduziert. Mhm. Das Problem ist eigentlich da, dass die Prosumenten und ihre Technologien, ob das nun die Erneuerbaren selber sind oder ob das zum Beispiel Speicher, Lastmanagement sind, die können eigentlich schon viel mehr als das, wozu sie über den Rechtsrahmen ermutigt werden. Ja. Was ich sagen will, ist, wenn ich einen Speicher zu Hause habe oder ein Elektroauto, das ich zum Beispiel auch zu einer Uhrzeit laden kann, wenn das interessant ist fürs System, dann könnte ich das im Prinzip auch dem System zur Verfügung stellen, ja, und dafür vergütet werden. Das sind alles Dinge, die in Deutschland heute noch sehr, sehr schwierig sind. Außer wenn ich Teil einer virtuellen Community bin, wo sowas tatsächlich aufgenommen wird. Aber für den generellen Prosumenten, der sich einfach nur an den deutschen Regulatorien orientiert, ist das im Moment noch sehr schwierig. Ja, Sie hatten gerade nochmal die virtuelle Genossenschaft angesprochen. Es kommt jetzt zum zweiten Mal, deswegen dachte ich, es ist vielleicht die Gelegenheit, dass Sie es nochmal etwas erläutern. Was sind denn virtuelle Genossenschaften? Ein Name, der da immer fällt, ist Sonnen zum Beispiel. Ja. Die eben Prosumenten vernetzen, die Eigenerzeugung haben, aber auch die Speicher haben, die zum Beispiel auch ihre Elektroautos oder Wärmepumpen intelligent laden können. Mhm. Und was die eben machen, ist im Prinzip diese Prosumenten zusammenbringen. Es mag Momente geben, in denen sie zum Beispiel als Prosumenten Überschuss an Produktion haben. Andere haben gerade nicht genug oder haben insgesamt nicht so viel Produktion. Mhm. Die bekommen dann sozusagen ihren Strom über diese virtuelle Community. Mhm. Also im Prinzip entsteht da auf Basis von vielen individuellen Prosumenten ein virtuelles Kraftwerk und ein virtueller Ausgleich zwischen den verschiedenen Parteien. Mhm. Ist das in anderen Ländern verbreiteter, diese Genossenschaften? Es gibt verschiedene Ausprägungen und verschiedene Formen. Ich würde nicht sagen, dass das an sich verbreiteter ist, aber es gibt zum Beispiel
in der Schweiz, in Frankreich viel mehr Genossenschaften, die vor allen Dingen auch auf Flexibilität ausgerichtet sind. Ich weiß gar nicht, ob man da in dem Fall überhaupt von Genossenschaften sprechen würde. Das sind eigentlich, wenn man so will, aggregierte Pools. Das sind Prosumenten, nehmen wir mal in der Schweiz, da gibt es viele Elektroheizungen, die eigentlich dann Strom nutzen können, wenn das aus Systemsicht interessant ist, weil die einen gewissen Puffer haben. Mhm. Wenn die sich nun zusammentun, wenn die aggregiert sind, dann können die natürlich tatsächlich am Markt mitbieten und sagen, wir haben hier ein Flexibilitätspotenzial, das ist nutzbar und das ist auch was wert. Und als Einzelner kann ich das vielleicht nicht unbedingt machen, weil ich vielleicht gerade meine Heizung heute doch ganz voll auf Power setzen muss und keine Flexibilität habe, weil ich Besuch kriege oder was auch immer. Mhm. Aber mein Nachbar, der hat vielleicht heute sein ganz normales Profil und der hat durchaus eine Puffermöglichkeit. Mhm. Sobald man da mehrere Akteure vernetzt, hat man eben ein sehr zuverlässiges Profil, das am Markt einsatzbar ist. Sie haben gerade ein Beispiel genannt von Frankreich oder der Schweiz. Insgesamt haben Sie ja verschiedene Länder betrachtet. Haben Sie große Unterschiede festgestellt? Was sind so die Hauptunterschiede zwischen den einzelnen europäischen Ländern oder zum Beispiel auch verglichen mit den USA? Ja, da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Mhm. Und das hängt natürlich wieder zu einem ganz großen Teil von den regulatorischen Bedingungen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal auf die Eigenerzeugung schaut. Mhm. In den Niederlanden gibt es die Netto-Messtechnik. Da ist das sehr interessant, als Haushalt in eine kleine PV-Anlage zu investieren. Und genau das sehen wir auch. In den Niederlanden ist der Anteil von kleinen PV-Anlagen sehr hoch. Mhm. In Spanien gab es bis vor einem Jahr noch die famöse Sonnensteuer, die es für Haushalte sehr uninteressant gemacht hat, in PV zu investieren. Deshalb sieht man in Spanien viel mehr Großanlagen. Ja. Also das ist jetzt ein Beispiel, wie die Regulierung zu großen Unterschieden führt. Aber es gibt auch Unterschiede nicht nur in der Förderung und in den Förderbedingungen, sondern auch was den Marktzugang angeht. Ich habe jetzt viel davon gesprochen, wie kann man den Strom und auch die Flexibilität an den Markt bringen. Da sehen wir zum Beispiel, dass prinzipiell Märkte in Großbritannien, Irland für verschiedene Produkte auch in Frankreich schon recht offen sind für dezentrale, aggregierte Erzeugung und Flexibilität. Deutschland hat da mehr gemacht, also was die Erzeugung angeht natürlich sowieso über die Direktvermarktung, aber hat jetzt auch angefangen, mehr im Flexibilitätsbereich zu machen, zum Beispiel dadurch, dass die Regelenergiemärkte graduell weiter geöffnet wurden. Mhm. Das ist eben ja die Marktform, in der man Flexibilität auch heute schon vergütet kriegen kann. Mhm. Aber da gibt es große Unterschiede in Deutschland. Auch eben innerhalb von Europa. Hoffentlich wird sich das bald etwas angleichen, und zwar in die positive Richtung, weil wir eben im letzten Jahr, Anfang des letzten Jahres, das sogenannte Clean Energy Package, das große europäische Energiemarktpaket, das ist verabschiedet worden auf europäischer Ebene. Und das sieht eigentlich eine Öffnung der Märkte, aller Märkte, für dezentrale Lastenspeicher und Erzeugung vor. Das heißt, da sollten wir eigentlich, ja, einen Angleich sehen. Wir schauen uns das übrigens, wenn ein Hörer weiteres Interesse hat, auch bei Smarten im Detail an, in unseren sogenannten Smarten Maps. Da schauen wir immer, was sind die regulatorischen Bedingungen in verschiedenen Mitgliedstaaten. Mhm. Wir haben das zum Beispiel für die Regelenergiemärkte gemacht in 2018. Wir haben Ende letzten Jahres unseren Market Monitor veröffentlicht, der so mehr generell guckt, wie offen sind die Märkte für Flexibilitäten. Und im Moment arbeiten wir auch an einem Marktüberblick für Prosumenten, der wahrscheinlich Ende dieses Jahres veröffentlicht wird. Also da schauen wir wirklich, was sind die Unterschiede in den verschiedenen Ländern. Und die Länder kriegen dann eben auch Punkte, wie gut oder schlecht sie dastehen. Also die Webseite ist smarten.eu. Und da finden Sie übrigens auch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Studie, über die wir heute eigentlich sprechen, nochmal ausführlich, dann smarten.eu/smart-energy-prosumers. Dort ist die zu finden. Jetzt würde ich gerne zum Schluss oder in Richtung des Endes dieses Gesprächs nochmal doch nach Deutschland schauen. Wir haben vorhin viel von regulatorischen Bedingungen gesprochen, gerade auch hier in Deutschland, und haben gerade vor wenigen Wochen, Tagen fast beim Photovoltaikdeckel gesehen, wie lange Zeit eben der Erfolg der sogenannten Bürgerenergiewende durch Regularien eher bedroht als gefördert wurde. Besteht diese Gefahr weiterhin? Leider ja.
Die Energiewirtschaft ist natürlich an sich ein stark regulierter Markt und damit stark abhängig von den politischen regulatorischen Bedingungen und Änderungen. Und das gilt natürlich ganz besonders für Anlagen, die von Förderung, von direkter Förderung abhängig sind. Mhm. Immerhin kann man sagen, zum Glück hat Deutschland einen recht guten Bestandsschutz immer gehabt. Also für irgendwas, was in der Vergangenheit garantiert wurde, das geht immer noch. Aber was eben neue Anlagen angeht, wenn das so weit von direkter Förderung abhängig ist, dann ist das von der momentanen politischen Stimmung und Regierung abhängig. Mhm. Und hier ist eben die generelle Herausforderung, wie können wir dahin kommen, dass Prosumenten eben nicht nur von der einen besonderen Förderbedingung oder von dem einen besonderen Netzentgeltregime abhängig sind, sondern dass die eben ihre Ressourcen tatsächlich auch an den Markt bringen können und so an den Markt bringen, dass es für sie selber als Prosument Wert schöpft, aber eben auch für alle Verbraucher. Weil wenn wir diese Erzeugung und Flexibilität nutzen, die übrigens häufig insgesamt kostengünstiger ist als das, was sonst am Markt angeboten wird. Sicher, wenn wir auf Flexibilität schauen, sicher bei Flexibilität, die sonst auf Basis von teuren Reservekraftwerken aufbaut. Wenn stattdessen die Prosumenten aktiviert werden, dann können die selber dafür Geld verdienen, dann bringen die Gesamtkosten auch für andere Verbraucher runter, weil sie eben günstigere Lösungen bieten für den Markt. Und das ist eben der wichtige Punkt dabei, sie helfen der Energiewende als Ganzes, weil eben die Variabilität in einem erneuerbaren System sowieso per Definition hoch ist. Und in dem Sinne brauchen wir eben auch viel Flexibilität. Und wenn wir das schaffen, dass die Prosumenten das einbringen können und dafür vergütet werden, dann haben die selber mehr Sicherheit, sind weniger von einem spezifischen Fördermechanismus abhängig und helfen der Energiewende als Ganze. Tja, wenn wir jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen Wishful Thinking machen und überlegen, wie müssten eigentlich Rahmenbedingungen aussehen, damit Prosumenten eine optimale Rolle spielen können in einem nachhaltigen Energiesystem, dann denken wir natürlich in Deutschland jetzt vor allem auf den Herbst, in dem wir eine EEG-Novelle zu erwarten haben. Was würden Sie denn konkret an die Politik für Wünsche äußern? Was müsste da drinstehen, damit das gut funktioniert? Als erstes natürlich muss die Ambition stimmen. Wenn wir hier von Deckeln sprechen und einem Ausbremsen der Energiewende, dann kommen wir nicht besonders weit. Ja. Also das ist das allererste. Die Ambition muss stimmen. Und das zweite ist, was ich eben eigentlich schon angedeutet habe, dass ich mir wünsche, dass wir den Sprung wagen, oder Sprung soll es eigentlich nicht sein, es soll ein gradueller Prozess sein, weg von dem reinen, in Englisch sagt man immer Fit-and-Forget-System. Also ich baue meine Anlage und dann läuft das schon alles, hin zu einem System, in dem Prosumenten und deren Erzeugung, deren Flexibilität Teil des Energiesystems wird, in dem ich als Prosument zum Beispiel vergütet werde für meine aktive Marktteilnahme. Und das kann laufen entweder über dynamische Preissignale. Wenn ich das habe, dann will ich natürlich meistens eine Automatisierungstechnik zu Hause haben, damit ich nicht selber ständig gucken muss, was ist jetzt gut und sollte ich mein Elektroauto vielleicht heute Nacht um 2 laden und dann aufstehen? Nein, natürlich nicht. Das muss automatisiert laufen. Der andere Weg wäre über eine Kooperation mit Dienstleistern, die dann zum Beispiel die Stromerzeugung und die Flexibilität von Prosumenten in deren Interesse, aber auch im Sinne des Stromsystems vermarkten können. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass das EEG da graduell hinführt. Und graduell ist ganz wichtig, weil dieses neue Geschäftsmodell, dass ich als Prosument Geld verdienen kann durch aktive Marktteilnahme, das ist im Moment für einige schon interessant, aber für viele ist da einfach im Moment aufgrund der regulatorischen Rahmenbedingungen und der Marktentwicklung noch nicht genug Wert drin. Das heißt, das muss ein gradueller Prozess sein. Ich kann nicht das eine Geschäftsmodell einstampfen und dann hoffen, dass das neue schon da ist. Das wird so nicht laufen, sondern das EEG muss da wirklich vorausdenken und sehen, wie können wir das schrittweise so gestalten, dass es attraktiv bleibt und attraktiver wird für Prosumenten, sich in der Energiewende zu engagieren. Ja, wir sind gespannt und vielleicht reden wir dann auch danach nochmal über dieses Thema. Vielen Dank, Frau Thies, dass Sie uns über die Smart Energy Prosumers heute hier Aufschluss gegeben haben. Wenn sich die Hörerinnen und Hörer für die
Studie selbst interessieren, sage ich nochmal die Webadresse smarten.eu/smart-energies-prosumers. Ist, glaube ich, kostenlos, Hortiz, richtig? Ja, absolut, ja. Prima. Vielen Dank für dieses nette Gespräch. Ich hoffe, Ihnen hat's Zuhören auch gefallen und Sie sind nächstes Mal wieder dabei beim The Smarter E Podcast. Bis dann und vielen Dank. The Smarter E Podcast. Für und mit den Machern der neuen Energiewelt.